Ich finde das alte Gladiator-Outfit ja super, aber viel Glück dabei, diese Rüstung über den Laufsteg zu schleppen. Na also dann, Leute, Hals- und Beinbruch. Nur, wo sitzt bei euch denn was? Hey, was in aller Welt? Ah! 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 Es muss doch hier sein. Ich würde doch nie so was Wichtiges verlieren. Oh. Geh mir bloß aus dem Weg, Sammy. Größere Krise im Anmarsch. Ich kann mein mandarinfarbenes Shirt nicht finden. Und ich finde meinen Jeansrock nicht. Oh. Clover! Hey, wo ist der Klamottendieb? Keine Ahnung, aber ich werde mich gleich darum kümmern. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ich meine, sollten wir nicht warten, bis sie zurückkommt? Willst du deinen Top oder nicht? Also los geht's. Wenn wir doch nur ihre Gedanken lesen könnten, dann wüssten wir ganz genau, ob sie unsere Sachen genommen hat. Vielleicht können wir das. Wenn man vom Fundort ausgeht, nehme ich mal an, dass sie nicht will, dass wir es wissen. Ich glaube wirklich, ich lege es vielleicht besser wieder an seinen alten Platz. Du hast recht. Das ist das einzig Richtige. Der übelriechende Gestank von Alex vor schweißtriefenden Sporthosen müffelt wie abgestandenes Abwasser. Sims Angewohnheit des Unmusikalischen unter der Dusche singst, ist so scheußlich, dass der Klang das ganze Haus verpestet. Ich kann nicht glauben, dass sie das über mich geschrieben hat. Ich kann nicht glauben, dass ihr mein Tagebuch gelesen habt. Ich meine, was ist los mit euch beiden? Ihr bringt alles durcheinander und verletzt meine Privatsphäre. Ich würde sowas niemals tun. Ach nein. Und wo hast du dieses Shirt her? Und diesen Jeansrock? Lenkt nicht vom Thema ab und jetzt gib mir mein Tagebuch. Gib mir meinen Jeansrock. Gib mir mein Shirt. Stehen da noch mehr Gemeinheiten über uns drin, ha? Oh, pass doch auf, es wird sonst... Nass! Oh, seid ihr jetzt glücklich? Mein Tagebuch ist völlig durchnässt. Tut mir leid, wenn ich das Damenwrestling störe, aber wir haben dringendere Probleme. Es sind mehrere wichtige Persönlichkeiten auf der ganzen Welt verschwunden. Da hätten wir als erstes... Das ist das supersüße Supermodel Tai! Richtig. Der nächste Verschwundene ist... Canon Knightley, ein total angesagter VJ! Wenn Sie es sagen. Und schließlich ist da... Wieso sagen Sie mir es nicht? G.R.L. Junior, dieser schicke junge Senator aus Massachusetts. Wer hätte gedacht, dass ihr euch für Politik interessiert? Nun, was alle diese Verschwundenen hier verbindet, ist... Ich weiß, sie sind alle TBTS. Total berühmt, total schnucklig. Ups, Gehirnkrampf, wir sind doch immer noch mitten in unserem Streitgespräch. Möchten Sie vielleicht noch weitermachen, bevor wir weitermachen? Nur noch eins. Ich kann nicht erkennen, wer Tais Entführer sind. Also was machen wir mit dem Problem, Jerry? Warnung! Ein Gefährt ungeklärter Herkunft ist auf seinem Weg nach Kangaroo Point, Australien, gesichtet worden. Das ist nicht nur ein Problem, das ist ein Notfall. Kangaroo Point, Australien? Die Skate-Legende Tony Eagle dreht dort gerade seinen neuesten Film. Oh, diese Entführer wollen ihn sich mit ihrem geheimnisvollen Gefährt schnappen. Wenn dies der Fall sein sollte, dann lasse ich ihn lieber schnellstens von Ihnen auf ihre Ausrüstung zukommen, damit sie diese unbekannten Gauner aufspüren. Null Schwerkraftstiefel mit Saugwirkung, die Schalldisintegrator Donnerbox und für den modebewussten Spion, der der Kraft von 100.000 Megatonnen widerstehen muss, der Profi-Anzug. Den sollte Clover anziehen, Alex. Du hast recht. Ich würde nicht wollen, dass er genauso stinkt wie meine Sportsachen. Also ihr kennt mich ja wirklich gut, Leute. Fast so, als hättet ihr mein Tagebuch gelesen. Hm? Na, wer aber gar nicht.
bereitet euch auf eine harte Landung vor. Nach meinen Berechnungen müssten wir jetzt... Sekunde da sein. Was hast du gesehen? Die Frage müsste lauten, wen hast du gesehen? Ist das nicht unglaublich, dass Tony Sixpack im wirklichen Leben sogar noch besser aussieht? Oh, gut, dass wir angekommen sind, bevor er entführt worden ist. So können wir uns an ihm so richtig satt sehen. Spar dir dein komisches Anhimmeln für dein Tagebuch auf. Leute, ich glaube, ich habe unser geheimes Gefährt gefunden. Verschärft! Ich frag mich, wer das Teil lenkt. Ich glaube, die da drüben. Oh nein, sie sind hinter Tony her. Wir müssen diese Gladiatoren aufhalten, und zwar pronto. Schon unterwegs. Und vertraut mir, Leute, dieser Sound bläst ihnen das Haar vom Kopf. Was ist denn mit den Gladiatoren passiert? Gar nicht. Sieh nur. Ha? Aber ich dachte bisher immer, kein Mensch könnte diesem Donnerbox-Lärm widerstehen. Ich glaube nicht, dass das Menschen sind, Alex. Wieso riecht es hier nach verbranntem Haar? Das willst du doch gar nicht wissen. Achtung, Angriff! Roboter in meinem Leben gesehen, aber nö, habe ich eigentlich nicht. Hilfe! Hilfe! Tony! Nein, nicht Tony, nein! Wenn wir nicht gerade diesen ausgewachsenen Tagebuchstreit hätten, würden wir dich jetzt schrecklich bedauern. Was für eine total nutzlose Mission. Wir haben diesen Skater verloren und die Verbrecher noch dazu. Irgendetwas sagt mir, dass wir die beiden nicht zum letzten Mal gesehen haben. Das ist doch eins von den Gladiatoren. Das stammt garantiert von diesem Lendenschutz. Schick es gleich zu Whoop, damit sie es analysieren können. Ich habe heute echt gar keinen Hunger. Also ich auch nicht. Ich meine, wer könnte auch ruhig essen, wenn er wüsste, dass ein paar seltsame Roboter-Gladiatoren diese unschuldigen Jungs entführt haben? Ich frage mich, wofür sie sie brauchen. Ich weiß auch nicht. Diese ganze Sache hört sich für mich ausgesprochen verrückt an. Apropos verrückt. Ich bin auf der Toilette und was muss ich da sehen? Eine gemeine Lüge, die behauptet, ich würde mein Haar färben. Wie konntest du nur sowas schreiben? Wer sagt denn, dass ich das war? Es war unterschrieben mit freundlichen Grüßen, Alex. Du hast mit Alex unterschrieben? Ist ja auch egal. Vielleicht überlegst du dir das nächste Mal, was du über mich in dein Tagebuch schreibst. Meine privaten Tagebucheinträge sind ja wohl was anderes als deine öffentlichen Beleidigungen. Meine neueste Kolumne liest sie und weint. Clovers Geheimnisse enthüllt. Clover benutzt die Kappe ihres Füllers, um sich die Ohren sauber zu machen. Clovers Pelztasche ist eine totale Fälschung. Oh, mich vor allen in den Dreck zu ziehen, okay. Aber meine Accessoires runterzumachen. Jetzt reden wir mal Klartext. Spuck's aus, Mandy. Wo hast du diesen Müll her? Oh, Entschuldigung. Aber ein guter Reporter gibt niemals seine Quellen preis. Und Sam, danke für den heißen Tipp. Oh. Sieh's mal so, jetzt hast du wenigstens was Interessantes, was du in dein Tagebuch schreiben kannst. Oh, jetzt reicht's. Okay, damit bist du jetzt ganz offiziell einen Schritt zu weit gegangen. Das bedeutet Krieg. Kurze Pause, mein Ex-Bruder klingelt. Ja, ich kann morgen ja mal vorbeikommen, dann sehen wir weiter. Mädels, die Ergebnisse der Blattanalyse. Und ist das eine Erbsenschote auf Ihrer Nase? Jetzt nicht mehr. Richtig. Also, es scheint, dass das Blatt, das Sie gefunden haben, von einer Pflanze stammt, die auf der Mittelmeerinsel Proasis beheimatet ist. Proasis? Hey, ist das nicht die Privatinsel, die diesem milliardenschweren Technikunternehmer Phil Francis gehört? Ich könnte schwören, ich habe das bei der Lifestyle der irrsinnig Reichen gesehen. So ist es.
Kroasis war als ein privates Ferienressort vorgesehen, aber aufgrund seiner Workaholic-Tendenzen ist er kaum vor Ort. Dann müssen wir wohl in Phils Privatsphäre eindringen und herausfinden, was da wirklich vorgeht. Seien Sie vorsichtig. Es könnte noch Schlimmeres auf dieser Insel als zwei Roboter-Gladiatoren geben. Ganz ruhig, Jerry. Was das Ausspionieren der Privatsphäre angeht, sind Sam und Alex totale Experten. Seid ihr sicher, dass Whoop uns in der richtigen Gegend abgesetzt hat? Ganz sicher, das ist so Proasis-mäßig. Naja, eher so Vegas-mäßig. Sind Sie bereit für die Entertainment-Extravaganz Ihres Lebens? Hm? Heute ist nämlich Ihr Glückstag, denn in wenigen Augenblicken beginnt die allergrößte Show auf diesem Planeten. Oh, vielleicht kommt jetzt ein Boy-Candy-Konzert. Auf geht's. Boy Candy, das ist ja Tai. In so einem gespenstischen Stadionbauwerk. Ich frage mich wirklich, was er da unten soll. Beantwortet das jetzt vielleicht deine Frage? Hilfe! Hilfe! Holt mich hier raus! Mami! Wenn wir uns nicht beeilen, machen die Robo-Gladiatoren ihn zu Mondelhackfleisch mit Minzgeschmack. Also, die einzige Möglichkeit, einen Gladiator zu besiegen, ist, selbst einer zu werden. Du meinst Gladiatoretten? Ja, ganz genau. Also, ihr lenkt diese zwei fiesen Typen ab und ich rette Tai. Verstanden! Oh, nein, nein! Oh, bitte, Mr. Gladiator-Mann! Verletzt Sie nicht mein Gesicht! Keine Angst, Ihr Gesicht ist bei mir in guten Händen. Oh, du hast mir das Leben gerettet. Dankeschön, Dankeschön, danke. Das wird jetzt wehtun, auch wenn du nur ein Roboter bist. Schlimmer als ein Gefängnis ist. Es sieht mehr aus wie ein menschlicher Zoo. Sie haben recht, wir wurden alle entführt. Und jetzt hält man uns. Und jetzt hält man uns gegen unseren Willen fest. Oh, nicht, wenn ich es verhindern kann. Ach, keine Sorge. Ihr werdet nicht lange hier drin sein. Hey, ich kenne dich. Du bist doch Felicity Francis.
Das war ich einmal, bevor mich mein Daddy irgendwann zur Prinzessin von Proasis machte. Ja, genau, eine von der Sorte verzogene Prinzessin. Stimmt, mein Vater hat mir alles gegeben, was man für Geld kaufen kann. Kleidung, Autos, Juwelen, aber das langweilt mich alles so. Wirklich? Ja. Also habe ich ihn diese Robo-Gladiatoren entwerfen lassen, um die attraktivsten Männer der Welt für meine Sammlung einzufangen. Und wenn mich mein lebendes Spielzeug langweilt, schicke ich sie raus in die Arena, wo sie einen unfairen Kampf erleben. Das ist total durchgeknallt, als ob diese Supertypen jemals langweilig sein könnten. Clover, du lässt uns besser sofort frei, wenn du weißt, was gut für dich ist, Felicity. Tut mir leid. Jetzt, wo ihr Mädels hier seid, habe ich mich entschlossen, das Ganze noch etwas weiter zu treiben. Also, ich wette, ihr drei Hübschen starrt schon fast vor Neugier. Ehrlich gesagt, bin ich eigentlich gar nicht so neugierig. Beim Zusehen zu erhöhen, werdet ihr auf das neueste Geschenk meines Vaters treffen, den Magna Glad 5000. Eine Frage. Worum genau kämpfen wir denn eigentlich? Euer Leben. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, Clover. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn mit Singangst zu machen. Oh, eine Anspielung aufs Tagebuch in einem Moment wie diesem. Ruhig, Riesending. Du willst mich doch nicht verletzen. Okay, anscheinend wohl doch. Keine Sorge, ich befreie dich. Auch wenn du echt super gemein zu mir warst. Oh, okay, jetzt reicht's mir aber langsam. Wir brauchen einen Mega-Waffenstillstand, um zusammenarbeiten zu können und um dieses Biest zu besiegen. Schön. Aber ich glaube nicht, dass Einigkeit ausreicht, um zu gewinnen. Wir sollten die Körperrüstung anlegen. Oh, sehr gute Idee. Geschafft, Clover. Ich lenke ihn jetzt ab und ihr schnappt euch seinen Kopf. Ja! Du hast sie gehört, Alex. Es wird Zeit, mal Magnaglets Gehirn ein bisschen aufzumischen. Es wird Zeit, das Ding mal in die richtige Richtung zu steuern. Cool, ich fahre. Nein, du bist die schlechteste Fahrerin aller Zeiten. Wenn ich darüber nachdenke, versuch's doch mal. Was soll denn das werden, du Millionenpleite? Schnapp dir lieber mal diese Mädchen. Lass mich sofort in Ruhe. Oh, das erzähle ich meinem Vater. Ich will runter. Und schon geschieht. Bravo, Ladies! Ich bin froh, dass Sie Ihre Differenzen für ein größeres Ziel zurückgestellt haben. Zumindest vorübergehend. Nicht so schnell! Oh, bitte sag jetzt nicht, dass es immer noch um mein Tagebuch geht. Doch, darum geht es. Und es tut uns sehr leid. Ach, wirklich? Ja, wir haben echt total überreagiert. Wir wissen doch, auch wenn du so abgelästert hast, bedeutet das nicht, dass du immer so von uns denkst. Außerdem haben wir auch die netten Sachen gelesen, die du über uns geschrieben hast. Zum Beispiel, wie viel Glück du hast, uns als beste Freundinnen zu haben. Oh, ich bin ja so glücklich zu hören, dass ihr mich versteht und dass ihr... Oh, wartet mal, habt ihr schon wieder in meinem Tagebuch gelesen? Wir wissen jetzt, dass es falsch war und deshalb haben wir dir das besorgt. Ein brandneues Tagebuch mit Schlüssel und Schloss. Und nein, wir haben keinen Zweitschlüssel. Danke, Mädels. Und ich meine es so, wie es da stand. Ich habe Glück, beste Freundinnen wie euch zu haben. Okay.
Okay, und jetzt, wo wir uns wieder so gut verstehen, tut mir doch einen Gefallen. Ignoriert bitte, was ihr gleich sehen werdet und hören. Ich singe unter der Dusche. Ich singe unter der Dusche. Oh, meine Fitnesssachen. Oh, mein Gesang. Clover! Das ist nicht meine Schuld. Ich konnte doch nicht ahnen, dass wir uns so schnell wieder vertragen. Verzeiht mir! Versuch, Ladies! Ich sehe euch in euren Träumen! Schicken Sie lieber das Whoop-Wasserrettungsteam. Wir haben irgendwie den verträumten Verbrecher in die Bucht fallen lassen. Gerade noch rechtzeitig. Keine Lernerfolgskontrolle. Ich hatte gar keine Chance, mich vorzubereiten. Oh, kein Zweifel, meine Poren sind verstopft und mein Haar ist fettig. Wie kann uns Jerry nur direkt nach einer Mission in die Schule whoopen? Hallo? Mauerblümchen zum Supermodel in 45 Minuten. So wie ich ausgesehen habe, hätte ich von der Modepolizei festgenommen werden können. Leute, stimmt für Arnold. Hey, Leute, ich kandidiere diesmal als Schulsprecher. Oh, Arnold, das ist ja wirklich großartig. Also, wofür kandidierst du eigentlich? Willst du König der Schulhofdeppen werden? Nein, Schulsprecher. Du willst mich doch bestimmt nicht, wahr, Mandy? Ach, ich bitte dich, da würde ich doch eher unser Schulmaskottchen wählen. Seid diesmal ganz schlau. Wählt lieber den V. Vergiss Mandy einfach, Arnold. Wir wählen dich auf jeden Fall. Oh. Hey, hat jemand sein... Damit kann man sich ja wirklich toll fit halten. Oh, fühl, wie es brennt. Arnold? Wow, das war knapp. Ist das alles, was du drauf hast? Ist euch aufgefallen, dass Arnold auf einmal irgendwie anders ist? Du meinst, abgesehen von der Tatsache, dass er zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, irgendwie aufgefallen ist? Naja, vielleicht kriegt er ja diesmal doch meine Stimme. Kommt, Mädels! Ah!
Schlechte Neuigkeiten, Spione. Wir hatten auch nicht mehr Glück als Sie, den verträumten Verbrecher zu schnappen. Sie haben ihn nicht unter der Brücke gefunden? Wir haben nicht mal ein Haar von ihm finden können. Oh, und was für fantastisches Haar das ist. Tja, dann müssen wir wohl weitersuchen. Dawsons Festnahme ist wichtiger als jemals zuvor. Woop hat seine Fingerabdrücke vor einigen Wochen im Londoner Tower gefunden. Es sieht so aus, als hätte er sich mit einem der Kronjuwelen aus dem Staub gemacht, dem berüchtigten Katzenauge-Smaragd. Das Katzenauge? Davon habe ich schon mal gehört. Das Katzenauge ist das einzige Juwel, das nicht der Öffentlichkeit präsentiert wird. Queen Elizabeth hat das schon im Jahre 1578 bekommen. Man sagt, es besitzt magische Kräfte. Aber es gibt noch einen Grund, warum wir Dawson finden müssen. Er will sich vielleicht an Ihnen rächen. Hä? Rächen? An uns? Wieso? Nur weil wir ihm um die Welt gefolgt sind, ihm auf der Brücke seinen Flugumhang zerrissen haben und er dann in die eiskalte Bucht verfrachtet wurde? Ganz genau. Deshalb brauchen Sie auch spezielles Zubehör, das Ihnen helfen wird. Willkommen, Ladies. Und was genau kriegen wir diesmal? Was Sie Ihrer Meinung nach am besten gegen den rachelustigen Dawson schützen könnte. Ich hätte gern den Nuklearschmelzlockenwickler. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Okay. Das ist ja so cool. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Eine Lasernagelfeile? Klar. Warum auch nicht? Izovs, ich habe Ihnen gesagt, Sie könnten sich etwas aussuchen. Ich weiß am besten, was gut für meine Mädchen ist. Also, ich wähle mein Zubehör selbst und ich möchte das hier. Das ist ein Füller. Eine perfekte Wahlkurve. Das ist der brandneue Satellitenschüsselfüller. Oh, wow. Ich kann mich hier aus einer Trillion verschiedener Winkel sehen. Das ist geradezu ideal für meine nächste Schminksession. Also, wenn ich dir doch sage, sie sieht nach ihrer Diät jetzt noch viel schlimmer aus als vorher. Und ich sage nur, hallo, Diäten sind eigentlich zum Abnehmen da und nicht zum dicker werden. Ah, hey, was soll das denn? Warte mal, was soll das werden? Unglaublich, dass Jerry Dawson aus den Augen verloren hat. Ich weiß, er könnte wirklich überall sein. Er könnte uns sogar gerade jetzt in diesem Augenblick beobachten. Das ist er bestimmt. Er muss hier irgendwo sein. Ihr seht nach, was da los ist. Ich kümmere mich inzwischen um Dawson. Das ist nicht Dawson. Ich glaube, jemand ist im Abstellraum eingeschlossen. Mandy? Was ist denn mit dir passiert? Ich sehe wie der letzte Idiot aus. Ich muss hier weg, bevor mich noch jemand in dieser Aufmachung sieht. Mandy, warte doch. Na ganz toll, jetzt ist also Lispeln in. Gleich mal notieren, Lokopäden anrufen. Ich glaube nicht, dass das Mandys neuester Modetick war. Es klang so, als ob sie angegriffen worden wäre. Aber hier drin ist niemand zu sehen. Hey, sie hat ihr Haarband verloren. Du hast recht, man hat sie ganz sicher gezwungen, das zu tragen. Die Farbe ist sowas von letzter Saison. Vielleicht will Mandy nur Aufmerksamkeit erregen, so wie sie es eigentlich immer tut. Sie hat eine Schwäche für diese höchst dramatischen Auftritte. Es sah so aus, als ob sie ganz schlechte Modetipps bekommen hätte, wahrscheinlich von einem ziemlichen Trottel. Sonnenschutzfaktor 40, 80, 500. Perfekt. Wie unhöflich, schon mal was von Anklopfen gehört? Hallo, Clover. Arnold! Du bist so verändert. Arnold! Hilfe! Das ist Clover. Oh nein, nicht schon wieder so ein Sonnenstreifen-Notfall. Clover! Clover, nein! Ich werde mich nie wieder verabreden. Was ist passiert? Das war Arnold. Er trug diesen grünen Ring und er hat mich in einen Trottel verwandelt. Ein grüner Ring? Also hat Arnold den Katzenaugen-Smaragd. Arnold? Aber wie denn? Er fährt weg. Ja. Oh. Ich springe sogar wie ein Trottel! Wer hätte je gedacht, dass die mich mal verfolgen werden? Ha ha ha!
alles Zubehör und dabei ist er noch nicht mal ein Spion. Wow, ich wusste, dass Arnold schlau ist, aber nicht, dass er so gerissen ist. Eine Öllache. Wie langweilig. Oh, Alex. Diese langweilige Öllache ist plötzlich gar nicht mehr so langweilig. Hey, was ist denn jetzt los? Das ist kein Öl. Das sind Millionen gummifressender Nanobots. Das ist ein ganz schön cleverer Technotrottel. Eher eine Techno-Sahne-Schnitte. Naja, er ist schon ganz süß. Er ist schon ganz süß, während du und Mandy etwas. Naja, ihr wisst schon. Hey, ich brauche ein Haar von dir. Au, wir Trottel haben auch Gefühle, weißt du? Wir brauchen nur eine DNS-Analyse. Wow, das Katzenauge hat wirklich deine DNS verändert. Heißt das, ich sehe mein ganzes Leben so aus? Clover, gib mir mal bitte Mandys Haarband. Perfekt, Mandys Haare sind noch dran. Mit Mandy ist genau das Gleiche passiert. Arnold hat sie also auch verwandelt. Aber wieso tut er denn sowas nur? Vielleicht kann Jerry helfen. Jerry, wir haben den Katzenaugensmaragd gefunden und jemand benutzt ihn dazu, um coole Typen zu Trotteln zu machen. Zu Trotteln zu machen? Na ja, die Leute etwas mehr zu machen, wie sie es sind. Ich habe mich wohl verhört. Warten Sie, es scheint eine größere Störung direkt in Ihrer Nähe zu geben. Das ist Arnold! Los, hinterher! Entweder Arnold ist da drin oder es findet ein größeres Zeichentrickfestival statt. Sein Wagen steht unten in der Tiefgarage. Aber auf welcher Etage steckt er gerade? Er ist im Penthouse. Gute Arbeit, Clover. Wir Schulhoftrottel haben eben auch unsere Vorteile. Wirklich hier? Wow, ganz schön kräftig. Früher habt ihr mich verspottet und jetzt werdet ihr dafür bezahlen. Was ist denn hier eigentlich los, Mann? Meine schönen Muskeln. Unheil. Deshalb verändert er sich also. Der Ring saugt die coole DNS aus Leuten, die gemein zu ihm waren, und sendet sie Arnold. Aber warum hat es denn dann mich getroffen? Ich war doch niemals gemein zu ihm. Na gut, ich habe ihm vielleicht ein paar hundert Mal einen Korb gegeben, aber das war nett gemeint. Ich wollte nicht, dass er sich falsche Hoffnungen macht. Ich will endlich meine coole DNS zurück. Ladies, was für eine freudige Überraschung. Es ist vorbei, Arnold. Gib uns endlich den Ring. Das glaube ich nicht. Es ist zu cool, cool zu sein. Ja, aber zu welchem Preis? Niemand nimmt mir mein Coolsein und kommt ungeschoren davon. Ich schon. Holt ihn, euch Spione! Das war cool! Ich meine, so leicht kommst du uns nicht davon. Ja. Ist das alles, was du drauf hast? Hey, zwei gegen einen, das ist aber nicht fair. Was sind das für Dinger? Mega Brustbeutel, der beste Freund deines Trottels. Arnold, du musst damit aufhören.
Wieso aufhören? Ich fange doch gerade erst an. Ladies, ich zeige euch Beverly Hills. Also, für einen Ex-Schulhoftrottel ist das ein ziemlich tranniges Modell. Bald werden alle größere Trottel sein als ich und mit euch zwei fange ich an. Wieso soll's mit uns losgehen? Wir haben nichts dagegen zu warten. Arnold, merkst du's nicht? Deine Coolness lässt doch auch schon nach. Und selbst wenn du's der ganzen Welt zeigst, es wird nur für eine bestimmte Zeit sein. Jetzt seid ihr ganz genauso wie ich. Hey, es stimmt ja. Ein Unglück kommt selten allein. Danke, dass ich wegen euch in die Bucht gefallen bin, Mädels. Also, wo ist jetzt mein Ring? Sehen wir vielleicht so aus, als ob wir den Ring noch haben? Der Ring gehört mir. Gib ihn mir zurück. Keine Chance, Trottel. Und jetzt hau ab, sonst kommst du zu spät zu deiner Akkordeonstunde. Die schöne Vase. Wenn ich doch nur an meine Nagelfeile rankäme. Ja. Oh, das war wirklich knapp. Oh ja. Jetzt reicht's. Willst du mal einer gegen vier riskieren? Oh, seht nur, es lässt immer mehr nach. Oh. Er macht sich aus dem Staub! Ich will meinen Ring zurück! Ja! Jetzt kriegt der coole Typ seine Abtreibung. Nein! Trottel sind vielleicht schwach, aber wir sind schlau. Mhm. Los, hinterher! Die Trottel sollen die Welt regieren. Kommt schon, Trottel! Es wird Zeit, dass wir seine Pläne endlich durchkreuzen! Gib mir den Ring! Niemals! Es geht nicht. Sogar meine Finger haben sich total verändert. Ja. Ja. Oh. Schön, wieder der Alte zu sein. Nein. Ja. Leute, wollt ihr mir nicht ein bisschen helfen? Nein, ich werde nie wieder ein Schulhoftrottel sein. Niemals! Kannst du dich selbst zum Trottel machen? Mal sehen, ob dir das so gut gefällt. Hey,
wieder cool. Oh, ich bin wieder frei. Na, wartet. Ich komme irgendwann zurück und dann seid ihr dran. Na, Spione, was haben wir diesmal gelernt? Besser ein lebender Trottel als ein zerquetschter Riese. Also findet ihr immer noch, dass ich ein Trottel bin? Aber natürlich nicht, Arnold. Du bist nur noch auf deinem Weg zur Coolness. Leute, stimmt für Arnold! Wählt Arnold! Das mit Arnold ist zu schade. Gestern wäre er fast gut für ein Date gewesen. Hm? Wenn man von der verrückten Wissenschaftlernummer absieht. Gut, dass der Gedankeneliminator seine Erinnerung ausgelöscht hat. Hi, Leute. Hm? Ich hatte einen komischen Traum, in dem wir gekämpft haben und so. Und ich war groß und stark und total cool. Oh, Arnold, du bist noch nicht einmal gewählt worden. Und schon steckt dir der Ruhm zu Kopf. Die Ergebnisse zur Wahl der Beverly Hills High Schülervertretung sind soeben eingetroffen. Gewonnen hat der Beverly Hills High V. Naja, Arnold, sieh's doch mal von der positiven Seite. Also, wenn der V von jetzt an Schulsprecher ist, dann brauchen wir für ihn ein neues Maskottchen. Und zum Maskottchen wird man gewählt. Das heißt, es gibt eine ganz neue Kampagne. Ein Maskottchen bin ich bald. Stimmt für mich, jung oder alt. Werde ich Maskottchen hier, werde ich bald schuften wie ein Tier. Wir mussten ihn einfach ermutigen. Ach, ich weiß ja, jeder macht sich über diese komischen Schulhoftrottel lustig. Aber ich glaube inzwischen, dass man ihnen damit Unrecht tut. Ich meine, ohne sie gäbe es heute kein Internet oder MP3-Player oder sogar Bankautomaten. Also, es gäbe wohl auch kein Whoop. Denn, seien wir ehrlich, ohne Trottel gäbe es keinen Jerry. Könnt ihr euch das überhaupt vorstellen? Keine X-Puder, keine super coolen Jets, kein Zubehör. Das nächste Mal, wenn ich Jerry sehe, werde ich mich total bei ihm bedanken.